Die Überfliegerinnen der dritten Liga Ost sind im Ziel. Die SV Germania Fritzlar hat in der abgelaufenen Saison Maßstäbe gesetzt. Wären sie in der letzten Saison fast abgestiegen, belegen sie mit der besten Abwehr in dieser Saison einen hervorragenden dritten Platz. Wir sind letztes Jahr mit einem Tor nicht abgestiegen. Und wir hatten uns eben zum Ziel gesetzt, so früh wie möglich nichts dieses Jahr mit genau diesem zu tun zu haben. Und wir haben es im dritten Spiel der Rückserie geschafft, nachdem wir Leipzig zwar verloren hatten, aber da war klar, dass wir nicht mehr absteigen konnten. Und jetzt am Ende, nach dem Spiel heute noch, einen Tabellenführer geschlagen, dritter Platz. Da gibt es überhaupt kein Reden, dass ich mehr als zufrieden bin. Man muss, wie Sie schon angesprochen haben, die verletzten Misere am Anfang. Wir haben eine neue Trainerin gehabt und es ist eigentlich fast optimal gelaufen. Optimal lief es nicht nur in dieser Saison. Gegen den Tabellenprimus, die HSG Blomberg-Lippe, zeigte man den 400 Zuschauern nochmal eine klasse Partie. In der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten erfrischenden Handball. Die HSG Blomberg überzeugte spielerisch, Germania Fritzlar hielt mit Spieltaktik und Kampf dagegen. Die offensive Deckung der Gäste knackte Anne Breitschuh fast allein. Wiederholt ging sie zu Sabine Kirmser an den Kreis über und zwang die Abwehr damit zum Rückzug. Das nutzte Mitte der ersten Halbzeit Katrin Schmalz gnadenlos aus. Sie war nicht mehr zu halten. Drei Treffer der Linkshändlerin in Folge führten nach anfänglichen Rückständen zum 7:7 Ausgleich. Weil auch die Außen Frank und Mišićić zuverlässig trafen und die Torfrau der Germanen Rocicevic zwischen den Pfosten eine klasse Partie ablieferte, übernahmen die Domstädterinnen anschließend das Kommando. Mit einem knappen 15:14 ging es dann in die Pause. Zu Anfang der zweiten Halbzeit gaben die Gäste nochmal Gas. Sie gingen in der 40. Minute mit 17:19 in Führung. Die Domstädterinnen ließen sich aber an diesem Abend nicht von ihrem Weg abbringen. Sie rangen den Tabellenprimus nieder. Karina Heidenreich traf von links außen, Katrin Schmalz und Anna Mischewski setzten mit schnellen Tempo-Gegenstößen dem Spiel ihren Stempel auf. Über 20:19, 42. Minute und dann 28:22, 7 Minuten vor Schluss war dann klar, dass Germania Fritzlar das Parkett an diesem Abend als Sieger verlassen wird. Mit 31:26 bezwingt man die zweite Mannschaft der HSG Blomberg-Lippe. Die Fans sind absolut begeistert von der Germania. Aber was erwartet die Fans in der nächsten Saison? Wir wollen erstmal eine junge Mannschaft aufbauen und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt im ersten Jahr. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein sehr schweres Jahr wird, dass wir uns eher unten orientieren müssen. Aber ich meine, auch dieses Jahr haben wir das gesagt und haben eine sehr gute Leistung trotz Verletzte abgerufen. Und dann muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Damit die Germania einen erfolgreichen Weg gehen kann, sind zahlungskräftige Sponsoren das A und O. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Sponsoren, Fans und Vereinsführung Geduld haben und die Jugend eine Chance bekommt. Dass wir einen Dreijahresplan haben, deswegen haben wir ja auch mit unserer Trainerin verlängert über 3 Jahre und haben auch die eine oder andere Leistungsträgerin schon für 3 Jahre verpflichtet. Und natürlich setzen wir uns irgendwann mal das Ziel, dass wir in die zweite Bundesliga die Chance bekommen aufzusteigen. Und das ist mittelfristig geplant, mit Sicherheit nicht unmittelbar nächstes Jahr, weil Sie haben es ja gerade mitbekommen, wir haben 4 absolute Leistungsträgerinnen gerade verabschiedet. Und die zu kompensieren in der nächsten Saison wird schwer genug. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir ein ähnliches Ziel haben, wie wir eigentlich vor der Saison, so schnell wie möglich nichts mit dem Abschied zu tun zu haben. Die neue Mannschaft, die sich ja noch finden muss, dass sie dementsprechend dann einen vernünftigen Mittelfeldplatz erreichen kann und in Ruhe und ohne Druck so früh wie möglich zueinander finden kann und als Mannschaft wachsen kann. Die zweite Liga, das ist für die Germania Fritzlar im Frauenhandball in den nächsten Jahren das Ziel. Wenn es denn damit nicht klappt, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man eine Gesangsabteilung aufbaut. Denn das, was Spielerin Bibiana Huck zum Besten gab, das war schon beeindruckend und begeisterte die Fans.